Was führen Sie zurzeit mehrere Unternehmen gleichzeitig? Und wenn ja, welche hängen die zusammen und warum tun Sie das? Also ich glaube, das hat in meinem Fall also die Frage, warum tut man eigentlich so viele verschiedene Dinge gleichzeitig, das ist eher was Typbedingtes. Also bei mir ist es halt so, dass ich mich schon immer Schwierigkeiten hatte, auf eine Sache zu konzentrieren, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es besser wird, wenn ich mich auf mehrere konzentriere. Und dass ich natürlich, und es ist natürlich auch einfach so ein gewisser manischer Schaffensdrang, also einfach das Unvermögen, schönen Ideen zu widerstehen. Und in meinem Fall steht also auch gar nicht so sehr im Vordergrund. Natürlich versuche ich, Unternehmen zu gründen, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind und auch nicht nur kurzfristig, bis sie verkauft werden, sondern langfristig und auch gar nicht unbedingt so, dass sie immer verkauft werden müssen. Es steht bei mir aber tatsächlich meistens am Anfang weniger das ganz große Dollarzeichen, sondern die Lust an einer Idee, die mich irgendwie infiziert, die ich entwickle und dann irgendwann gerne in der Praxis sehen möchte. Und wann das so passiert, kann man relativ schlecht steuern. Und das führt dazu, dass ich einfach eine Reihe von Dingen immer parallel gemacht habe. Wo ich allerdings ziemlich überzeugt bin, dass jetzt kein Unternehmen davon Schaden hatte, sondern dass es eher eigentlich so ein gegenseitiger Befruchtungsprozess war, möchte ich sagen. Ist so, dass ich in den letzten, also die Ebro AG, das ist mehr so ein Mittelständler mittlerweile, sitzt hier in Berlin, den führe ich mittlerweile halt seit 11 Jahren, das habe ich irgendwann mal in die Welt gesetzt, das sind mittlerweile ein paar hundert Leute und mir macht das großen Spaß, das weiterzuentwickeln, und ich habe halt in dieser Zeit eine Reihe von anderen Unternehmen entweder mitgegründet oder in sehr frühen Phasen angefangen zu begleiten und in vielen Fällen auch finanziert. Und von daher, ja, das ist immer so. Also ich habe quasi einmal diese Tätigkeit in dem nicht geerbten Familienunternehmen eBüro und zum Zweiten halt meine Beteiligungsgesellschaft, in der ich halt den Rest meiner Aktivitäten bündel, und das sind im Moment so ungefähr 30 Gesellschaften. Und 80? Nee, 30. 30. 30. Und die Frage, wie viel ich jetzt davon führe, das hängt halt immer sehr stark davon ab, wie sehr man sich da einmischen muss. Ja, wenn da Geschäftsführungen drin sind, die gut funktionieren, dann bin ich da herzlich dankbar für. Und wenn es nicht so ist, dann muss ich mich halt mehr einmischen. Ich würde denken, Geschäftsführer bin ich vielleicht so in einem Dutzend oder so Größenordnung. Aber das ist halt ja nur, also das steht halt so im Handelsregister. Also Ihre Frage war ja, was man davon lernen kann. Ich würde mal sagen, die Meta-Erfahrung, die ich dabei gesammelt habe, ist, einen Arbeitsstil zu entwickeln, der zu einem selber passt. Und wie ich gesagt habe, bei mir ist das einfach so, ich mache so viele Sachen gleichzeitig, weil mir das leichter fällt, als nur eine Sache zu machen. Wenn jemandem es viel leichter fällt, eine Sache zu machen als mehrere, herzlichen Glückwunsch, dann müssen Sie zumindest kein Multi-Entrepreneur werden, dann kann man es tatsächlich seriell betreiben. Das ist also, glaube ich, wirklich eher eine typbedingte Frage. Ja. Wie teilen Sie sich das auf? Also Sie sind ja, sind Sie verheiratet, haben Sie Familie? Also wie Geschäftsführer von 12 Unternehmen ist ja große Verantwortung. Also man, auch seinen Kunden gegenüber kann man das ja nicht leicht. Man hat ja auch eine legale Verantwortung. Wie machen Sie das? Wie teilen Sie die 24 Stunden auf zwischen den 12 Unternehmen? Also diese Spezialsituation, dass ich da immer auf 3 Pferden gleichzeitig sitze, das würde ich jetzt sozusagen eher als Sonderfall werten. Ich würde sagen, es sind natürlich jetzt verschiedene Dinge, die ich da gleichzeitig mache, aber es sind ja auch verschiedene Unternehmen, die ich nacheinander gegründet habe. Die sind ja nicht alle gleichzeitig entstanden, sondern eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es gibt auch eine ganze Reihe, von denen ich mich irgendwann wieder getrennt habe, weil jemand des Weges kam, der sie ganz dringend kaufen wollte. Und das passiert. Und
die darin sehe ich halt schon auch einen gewissen Sinn. Ja? Also dieses mehrere Unternehmen nacheinander zu gründen, macht natürlich einfach Sinn, weil man eine gewisse Lernkurve hat. Also wenn ich jetzt heute zurückschaue, wie ich mich vor 10 Jahren angestellt habe, dann ist das ziemlich amüsant. Ja? Das Zweite ist natürlich, dass man irgendwo so ein persönliches Netzwerk entwickelt. Das macht auch vieles leichter. Also jeder, der irgendwie eine zweite Firma gründet, wird merken, dass er es schon viel, viel einfacher hat als bei der ersten, weil es ein paar Leute gibt, die glauben, dass der tatsächlich was kann, weil er einfach für ein paar Probleme, die er hat, schon die Lösung kennt oder jemanden kennt, der die Lösung kennt oder der halt jemanden kennt. Das ist ja der Grund, warum der Lars Hinrichs so reich geworden ist. Nicht zuletzt ist es, glaube ich, einfach auch ein Prozess des Erlangens eines gewissen Selbstvertrauens. Also ich glaube, wenn man sein erstes Unternehmen gründet, ob man jetzt vorher gerade, wie es bei mir war, Schüler war oder gerade aus der Uni gekommen ist oder gerade irgendwie seinen Beamtenjob irgendwie gekündigt hat, wer da mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen reingeht, hat eine relativ hohe Gefahr, sich zu überschätzen oder gekokst zu haben. Und es ist halt einfach so, dass weil es einfach irrational wäre. Man hat einfach nicht die Erfahrung. Man lernt, man macht eine Menge Fehler, man lernt eine Menge, unter anderem auch halbwegs schmerzliche Lektionen. Und das wird natürlich irgendwann einfacher, wenn man länger im Geschäft ist. Und mehrere verschiedene Unternehmen zu gründen, also vor allem auch jetzt, ich meine jetzt vor allem in diesem Fall nacheinander, in vielleicht auch verschiedenen Lebensabschnitten, ist, glaube ich, schon ein ziemlich systematischer Weg, viel, viel unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Was ich wirklich gern konkret wissen würde, sehr konkret, wie machen Sie sich das nicht zu verzetteln an diesen ganz normalen alltäglichen Dingen dann? Naja, also ich danke für die positive Unterstellung, mich nicht zu verzetteln. Das ist nicht ganz meine Beobachtung. Also ich glaube, dass so eine gewisse Verzettlung da nicht auszuschließen ist oder nicht zu vermeiden ist. Ich denke, es ist halt einfach wichtig, immer zwischendurch mal kurz innezuhalten und unter all den Zettelchen, die man da so hat, die wichtigsten 3 rauszusuchen und den Rest einfach mal für einen Moment zu ignorieren. Ja? Also es ist nicht so, dass meine Taskliste nicht irgendwie Hunderte von Punkten drin stehen hätte. Die Frage ist nur, denke ich jetzt den ganzen Tag an die 100 oder denke ich dann konkret eigentlich nur über die 3 nach, die ich heute auch schaffen kann? Es ist schon Tatsache so, dass man die ein oder andere Information auch über ein Unternehmen, wo ich dran beteiligt bin, eher über Google Alerts mitbekommt. Ja, das ist nicht so selten. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, immer alles zu wissen. Was ich merke, was halt halbwegs wichtig ist, ist mit den handelnden Personen regelmäßig irgendwie zu sprechen. Das ist was, was ich gerne auch ein bisschen intensivieren wollen würde. Das ist in der Vergangenheit eher ein bisschen zu kurz gekommen. Weil ob ich jetzt jedes Detail immer mitbekomme, was da irgendwo gerade passiert, ist eh ziemlich unrealistisch. Wichtiger ist mir eigentlich zu wissen, wohin die sozusagen die entscheidenden Köpfe, wo die hinwollen und in welche Richtung die gerade denken, ob man da was unterstützen kann, ob es da sich entwickelnde Probleme gibt, die man kurzfristig beseitigen kann. Also es geht eigentlich weg von Themen hin zu Menschen an der Stelle. Das ist wahrscheinlich so die Bewegung, die ich jetzt so in der aktuellen Phase halt irgendwie durchmache und die ich auch ganz interessant finde. Weil Sie sagten anfangs mal Businessmodelle, Geschäftsmodelle wäre so Ihr Thema gewesen, aber gibt es noch irgendwas, was dahinter liegt, was Sie antreibt und was Sie in allen neuen Gründungen oder Beteiligungen wiederfinden? Also ob es ein zentrales Thema gibt, also ich glaube, es gibt so ein paar Kriterien, die immer wieder auftauchen. Also das eine ist, wie gesagt, das ist eine bestimmte Art von Menschen, mit denen ich irgendwie gut arbeiten kann, auf die sich das konzentriert. Das ist natürlich ein ziemlich subjektives Kriterium. Der Kern bei mir ist Tatsache, dass ich kein besonders produktverliebter Mensch bin, sondern dass ich wirklich auf die Geschäftsmodelle schaue. Also wenn ich
wenn ich so ein bisschen handwerkliche Begabung hätte, wäre ich vielleicht Architekt geworden oder sowas. Und dann wäre mir auch relativ egal, ob das jetzt irgendwie eine Schule, eine Turnhalle oder ein Rathaus wird, sondern eher interessant, ob es gut funktioniert und nicht einstürzt. Und das Dritte ist vielleicht eher so ein Ausschlusskriterium. Ja, also ich versuche halt irgendwie Dinge zu tun, die ich ganz gerne auch meiner Mutter erzählen würde. Das heißt, irgendwie, ich habe keine Geschichten im Gambling oder ja, so irgendwelche Gewinnspielgeschichten. Oder es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man Geld mit mittelschlauen Leuten verdienen kann. Und das fand ich aber irgendwie immer nicht sonderlich inspirierend einfach. Ja, das hat mich nicht gekickt, sondern ich versuche halt immer Dinge zu tun, wo ich das Gefühl habe, da hat auch wirklich noch was gefehlt. Also, ja. Also wenn Ihre Frage ist, ob ich sozusagen ausschließlich auf Gewinne schaue oder ob es mich interessiert, ob Leute zufrieden sind und oder die Hälfte der Belegschaft im letzten Monat gekündigt hat, kann ich sagen, interessiert mich natürlich beides, weil es ja beides voneinander abhängt. Ja? Also der sinnvollste Weg, ein Unternehmen unprofitabel zu machen, ist, indem man die guten Leute unzufrieden macht. Und es ist halt so, dass wir das nur sozusagen alles, was so auf Ebene von Zufriedenheit sich abspielt, ich ehrlich gesagt lieber nicht in Zahlen, sondern lieber qualitativ auch erfrage. Also in Form von Gesprächen, in Form von hin und wieder auch mal Beratern. Ich bin kein großer Fan von Beratern, aber so als unbeteiligte Dritte macht das hat das einen großen Wert. Also das, ja, also ich glaube, ich kann da jetzt irgendwie gar nicht viel besser darauf antworten. Also es ist beides wichtig, ein Ohr, also ein bisschen Puls fühlen auf der einen Seite und Taschenrechner anwerfen auf der anderen, kann ich beides empfehlen. Das eine ist, dass ich dieses BWL-Studium sehr anders erlebt habe als diejenigen, die glaubten, das wäre hilfreich für den Job. Denn wenn man natürlich schon arbeitet oder wenn man, also ich war ja damals auch schon relativ stark involviert und hatte irgendwie so ein paar hundert Leute irgendwo so in Summe, die da rumliefen und so. Und dann hat man natürlich eine andere Perspektive auf den Nutzwert eines solchen Studiums und legt vielleicht auch den Fokus ein bisschen auf andere Aspekte. Und das Zweite ist, dass ich glaube, ein Unternehmen zu gründen als Schüler oder als Student, also als Student eigentlich eher als Schüler, ist eigentlich natürlich ideal. Ja. Zum einen hat man verhältnismäßig viel Zeit, also wer BWL studiert und damit ausgelastet ist, der macht sowieso das Falsche. Ja. Also das ist dann ist halt, man hat relativ viel Zeit, man hat relativ geringe Lebenshaltungskosten, die werden normalerweise noch von den Eltern oder vom Staat oder von beiden bezahlt. Und das heißt also auch so, was die überhaupt die Fähigkeit, Risiken einzugehen angeht, ist ja, wann ist denn die besser? Ja? Also ja nicht, wenn man irgendwie verheiratet ist, eine Doppelhaushälfte abbezahlt und ein Kind hat, was Nike-Schuhe braucht. Also von daher ist das Studium eigentlich der ideale Zeitpunkt, weil einfach die Fallhöhe so gering ist. Ja. Im Zweifelsfall sagt man, war auch eine Erfahrung. Also wir haben ja jetzt gehört, dass Sie viele Geschäfte auch erfolgreich gemacht haben und auch schon welche verkauft haben. Da sind ja sicher auch welche schiefgegangen. Was waren denn die Erfolgs- und die Misserfolgsfaktoren bei Ihren Gründungen und wie viele sind denn da auch schiefgegangen? Also nach außen muss ja immer alles super perfekt aussehen. Das ist halt eben PR. Aber ich kenne nichts oder nichts von dem, was ich gemacht habe, lief immer super perfekt. Es gab immer super viele Fehler und irgendwelche komischen Sachen, die passieren. Das ist einfach so, liegt in der Natur der Sache. Jeder, der was anderes behauptet, lügt einfach oder macht PR. Und diese Fehler sind, man muss nur aufpassen. Also es gibt in den USA, wenn Sie dort fahren, gibt es so diesen schönen Spruch, when you fail, fail with grace. Ja, das heißt, wenn es schief läuft, das eine ist sozusagen, klappt was nicht, ist es ein Misserfolg. Aber wie verhält man sich auf dem Weg dahin? Sprich, bleibt man anständig und bleibt man integer? Und ich glaube, solange das gewahrt ist, solange das der Fall ist, ist es auch okay zu scheitern. Ja? Als Unternehmer sollte man natürlich darauf achten, gerade als Jungunternehmer, dass man sich nicht irgendwie persönlich verschuldet oder irgendwelche Geschichte und halt eben ja, keine Freundschaften zerstört, unnötig und so weiter. Ansonsten ist es, denke ich, alles okay.
Und ich habe schon viele Sachen gemacht, die nicht erfolgreich waren. Meine Unternehmerkarriere hat auch mit, wir sagen immer so schön, Fuck-ups. Also meine Unternehmerkarriere hat mit Fuck-ups angefangen. Eigentlich war die katastrophal. Wir haben gerade gehört, ich habe in Paderborn Wirtschaftsinformatik studiert. Ich habe angefangen mit dem festen Ziel, Unternehmer zu werden. Habe mein Grundstudium bravourös bestanden mit irgendwie, ich glaube, der Schnitt war 3-0. Ja. Wir hatten immer diesen schönen Spruch, schreib 4, bleib hier. Daran habe ich mich sozusagen gehalten. Habe also nicht wirklich studiert im Grundstudium, sondern ja, eben das absolute Minimum gemacht, was notwendig war, um durchzukommen, und habe mich stattdessen in unternehmerische Projekte gestürzt. Das sah so aus, dass ich nach einem halben Jahr Vorstand war von der studentischen Unternehmensberatung dort. Campus Consult hieß die. Und nach einem halben Jahr war ich schon nicht mehr Vorstand, weil sozusagen einmalig in der Geschichte des Vereins der gesamte Vorstand abgesetzt wurde. Ja, und dabei auch ich. Hört sich heute lustig an, damals war das nicht so lustig für mich. Dann habe ich mit ein paar unternehmensstudentischen Beratungskollegen was gegründet. Das ging auch wieder nur ein halbes Jahr. Endete damit, dass wir waren vier Gründer. Endete damit, dass zwei der Gründer die zwei anderen rausgeschmissen haben. Ich war einer von denen, die rausgeschmissen wurden. Habe danach ein mobiles Unternehmen, Mobile Commerce, wollten wir machen. Das war 2000. Da war WAP. Ich weiß nicht, ob sich jemand an WAP erinnert. Ja. WAP und jetzt das, was sozusagen die Internetblase, jetzt kommt Mobile als nächster Trend, habe ein Unternehmen gegründet, dann war ich sozusagen einer der Hauptgründer, die treibende Kraft dahinter mit irgendwie, ich glaube wir waren ein 6er-Team oder 7 Leute sogar, endete darin, dass wir uns irgendwie zerstritten haben und ja, ging auch wieder nur ein halbes Jahr, am Ende hatte ich ein paar Freunde weniger und das war der Start meiner Unternehmerkarriere. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, offenbar bist du noch nicht so weit. Vielleicht solltest du erst mal gucken, wie man besser lernt, als es selber zu machen. Ja, ich war ja schon Geschäftsführer, wir sind irgendwie schön mit Anzügen rumgelaufen, hatten irgendwie 100.000 Euro Kredit mit irgendwie Bürgschaft und so weiter. Und habe ich gesagt, okay, aber offenbar bin ich noch nicht so weit, ich will jetzt Praktika machen. Und dann habe ich noch nicht mal Praktika bekommen, weil die gesagt haben, die haben dann gesagt, hört sich alles schön und gut an, aber sie haben Scheißnoten und sind an einer, für BWL muss man sagen, sozusagen an einer Uni ohne tollen Ruf. Ja. Paderborn war halt, das war halt für Informatik gut, aber für BWL war das halt nicht gut. Also sowohl der Ruf als auch der Inhalt. Es war schon lustig, wie man da studieren konnte. So. Diese Early Fuck-Ups waren wichtig, weil ich habe wirklich wichtige Fehler gemacht. Ja. Bei der Sache, die ich als letztes erwähnt habe, wo wir uns zerstritten hatten dann mit 6, 7 Gründern, habe ich mich auch nicht, ich bin mit einer falschen Grundmotivation gestartet. Ja. Da waren so ein bisschen teilweise sogar sehr negative Motive dabei, wie so ein Rachemotiv für die Leute, die mich vorher rausgeschmissen haben. Ich zeige es denen und werbe den Leute ab. Und das ist, wenn man mit so einer komischen Grunddynamik anfängt, dann endet das Böse. Aber diese Lektion hatte ich sozusagen gelernt. Ich hatte auch die Lektion gelernt, mir meine Gründer gut auszusuchen. Sind halt eben nicht die 6 Kollegen, die neben mir sitzen im Hörsaal, mit denen man sich gut versteht, sind schlechte Gründungspartner. Und dann habe ich und in dieser Zeit habe ich auch ein Textilunternehmen beraten. Und das war sozusagen, da kam die Idee fürs Spreadsheet her, weil ich dann den Markt kannte. Das heißt, das war schon eine sehr wertvolle Zeit. Und ich habe das dann zunächst mal alleine gegründet und mir dann einen Gründungspartner, sobald ich konnte, gesucht. Und auch nur einen, ja, der war 10 Jahre älter als ich, sprich hatte eine ganz andere Erfahrung. Der war vom Charakter sozusagen war der sehr komplementär und so weiter. Und ja, und das war im Prinzip der Durchbruch. Das war das erste erfolgreiche Unternehmen, was ich dann gegründet habe. Das war so Ende 2001, Anfang 2002, in einer Zeit, als auch niemand mehr was vom Internet wissen wollte. Die Leute haben gerade alle in der Zeitung gelesen, Blase und Betrug. Und ja, das konnten wir sozusagen erfolgreich gründen, hatten kein Geld, hatten auch keine Finanzierung, haben das wirklich ohne 1 Euro reinzustecken dann gemacht. Und das war auch nur deswegen möglich, weil halt niemand anders, auch es gab auch keinen Wettbewerb oder wenig Wettbewerb, sage ich mal, schwachen Wettbewerb, da wurden keine Millionen investiert damals, deswegen konnte man es ohne Finanzierung gründen.
Und das will ich jetzt, weil wir so wenig Zeit haben, will ich auch nicht im Detail darauf eingehen. Das Geschäftsmodell war einfach auch gut dafür geeignet, es ohne Kapital zu gründen. Und das war dann, der Durchbruch. Und von da ging es dann weiter. Wir sind dann 2005 gleichzeitig in Europa, in den USA expandiert. In den USA waren wir einer der ersten Kunden von Facebook. Wir haben dort sozusagen Werbung eingekauft. Und dann hat Essan Dariani, der, wie soll ich sagen, der mitgearbeitet hat, der sitzt, glaube ich, auch hier irgendwo im Raum, der mitgearbeitet hat, hat dann entsprechend StudiVZ gegründet, bei dem ich auch dann bei war, was sehr erfolgreich war. Und dann haben wir sozusagen darauf einfach dann immer aufgebaut. Ja, dann war das StudiVZ verkauft, aber hatten massiv Traffic, haben dann Brands for Friends auf diesen Traffic aufgebaut und sehr viel gemacht im Prinzip. Ja, das heißt, ich habe in anderthalb Jahren ungefähr 70 Business Angel Investments gemacht und 8 Unternehmen mitgegründet. Ja, das ist natürlich unheimlich und das kaum, also mit einem sehr kleinen Team. Ja, das waren irgendwie 2-3 Leute und das war auch eine sehr lehrreiche Zeit, um das mal so zu sagen. Das war einfach zu viel. Und diese Learnings dann genommen und Team Europe gegründet und Team Europe macht genau das, was ich im Prinzip damals gemacht habe, in anderthalb Jahren 70 Unternehmen investieren und 8 mitgründen. Nur halt eben fokussierter. Ja. Das heißt, wir gründen jetzt 2 Unternehmen pro Jahr in einer hohen Qualität und machen vielleicht 10, 15 Investments und das auch mit einem eigenen Investment-Team. Das heißt, es ist eine ganz andere Qualität der Arbeit dann. Darin liegt ja auch die Chance, dass man nicht nur mehrere Unternehmen gründet, sondern eben auch sehr unterschiedliche und dass man vielleicht auch mit was anfängt, was vielleicht ein bisschen bodenständiger und ein bisschen näher an dem ist, wo man im Moment so herkommt. Und also mit einem Erfolgserlebnis zu starten, schadet wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also ich glaube, bei mir hat es 4-5 Jahre gedauert, bis man wirklich sozusagen davon leben konnte. Und zwischendurch damit Beratung über Wasser gehalten, BAföG, da gibt es so einen super Studentenkredit, wenn man das Grundstudium bestanden hat. Das waren dann so die Finanzierungsquellen, ja, aber das waren so 4-5 Jahre. Zwischendurch habe ich auch Zeitarbeit gemacht, das war auch super. Ich habe Maschinen sauber gemacht, die so die Toilettenpapier hergestellt haben, so Riesenrollen, das war dann total verschlammt. Was haben wir noch gemacht? Dann irgendwelche Teile geprüft in so einem Autozulieferer, ja, da stand man dann so vor so Förderbändern, sind immer so Teile lang gelaufen, musste man irgendwie Sicht prüfen und mit dem Finger durchgehen und das den ganzen Tag. Das war schon krass, aber das war sehr interessant, auch mal so ein paar Sachen zu sehen. Also das habe ich nicht nur wegen dem Geld gemacht, sondern tatsächlich auch, weil es interessant war, so ein paar Sachen mitzukriegen und hört sich auch nach einer guten Story an. Wunderbar, danke schön. Danke.